Morgen, wir sind schon wieder unterwegs. Wir haben nicht das rausgesucht, wo wir hin möchten, aber nur etwas Kleines und viel mehr haben wir heute auch noch gar nicht überlegt. Das schauen wir dann vor Ort. Heute fahren wir einfach etwas über Land durchs Land und genießen alles, was wir sehen. Es ist echt spannend, die verschiedenen Landschaften zu sehen. Und im Hintergrund kocht gerade das Essen. Wir hatten noch etwas übrig von gestern. Julia macht noch Salat. Das werden wir nachher essen und dann geht es wieder weiter. Ein konkretes Ziel haben wir aber nicht. Wir sind ziemlich weit gefahren heute. Wir sind sogar bis nach Wales gekommen jetzt und haben hier einen Schlafplatz gefunden. Der ist ganz schön, hätten wir heute gar nicht mehr gedacht, weil irgendwie waren wir ziemlich lang am Suchen und es war nicht so richtig passend oder verboten oder sonst irgendwie nicht so gut. Aber hier ist es richtig schön. Da hinten ist ein Wasserfall und es ist einigermaßen windstill, weil Wind hat es auch an sehr vielen Orten. Aber jetzt sind wir relativ müde vom vielen Fahren. Es wird nicht mehr viel passieren. Wir essen noch kurz etwas und dann legen wir uns schon langsam schlafen und sehen uns morgen. Gute Nacht. Morgen. Wir sind heute ziemlich früh wach. Es hat in der Nacht noch ein, zwei Mal geregnet. Halt typisch englisches Wetter. Jetzt ist es relativ schön. Es hat zwar noch Wolken da, aber es sieht irgendwie gut aus. Wir laufen jetzt hoch zu diesem Wasserfall und oben soll noch ein See sein. Mal schauen, wie hoch wir dann laufen. Bevor es vielleicht noch Frühstück gibt, bevor es weitergeht. Wir haben jetzt schon etwas Kleines gesnackt, aber zuerst geht es jetzt mit Sky raus. Thank you.
Ja, wir sind wieder ziemlich weit gefahren, haben vorhin schon etwas zu Mittag gegessen und jetzt sind wir an einem Ort, wo wir eigentlich hin wollten. Zuerst wollten wir irgendwo anders hin, da ist leider Militärgebiet, das wäre nicht so schlimm, aber da ist Schießbetrieb im Moment und das heißt, wir können nicht hin. Wahrscheinlich geht es morgen auch nicht, es ist überhaupt nichts angeschrieben, keine Ahnung. Ist etwas schade, da wäre es richtig toll gewesen. Jetzt sind wir aber wieder ein Stück weiter und da ist auch Strand und etwas Klippen hat es auch. Wir besuchen jetzt das und gehen daher eine Runde mit Sky raus. Obwohl, heute Morgen, als wir aufgewacht sind, hat er, wahrscheinlich ist es eine Wasserroute, sagt man dem, glaube ich. Und es geht ihm daher nicht ganz so gut und er sollte sich etwas schonen. Und daher geht es nicht zu lange für ihn raus, aber trotzdem. Wir haben bereits einen Schlafplatz gefunden und sind aber schon eine Weile hier, haben schon diverse Sachen erledigt, Geschirr gespült, das Auto aufgeräumt und einfach so war wieder mal nötig, alles in Ordnung zu bringen. Es ist überhaupt nichts Spezielles, auch hier wieder ein Parkplatz und man hört es wahrscheinlich, hier ist eine Straße, die ist aber so mittelmäßig befahren und hoffentlich in der Nacht viel weniger. Jetzt koche ich aber noch etwas Nachtessen, weil wir möchten wieder richtig essen, wenn das Wetter schon so gut passt. Morgen! Ja, ihr seht, wir sind schon wieder unterwegs. Heute sind wir recht ziemlich früh aufgestanden, haben noch etwas Video geschnitten und gefrühstückt. Aber jetzt müssen wir dringend Wasser auffüllen, die Vorräte sind leer. Und nachher haben wir noch etwas ausgesucht, das wir anschauen möchten. Wir hoffen, es geht dieses Mal, es ist nicht wieder Militärsperrgebiet, aber wir sind zuversichtlich. Ihr seht es, wir sind schon wieder weitergefahren. Langsam gehen wir auf Schlafplatzsuche. Wir haben da etwas rausgesucht. Das ist aber noch ein gutes Stück weg. Wir fahren noch fast 2 Stunden. Aber das haben wir noch gar nicht erzählt. Gestern Abend haben wir die Fähre gebucht. Die fährt dann am Freitagmorgen. Das heißt, wir müssen noch etwas vorwärts machen, aber es reicht gut von der Zeit. Wir werden dann noch ein paar Tage in Frankreich, Belgien, in den Niederlanden oder weiß ich wo verbringen. Das schauen wir dann. Und zu Sky, der hat das heute super gemacht, das geht ihm schon wieder deutlich besser. Wir hoffen, es bleibt auch so und daher wird er jetzt wieder etwas geschont und kann im Auto liegen. Aber das gefällt ihm auch ganz gut.
Wir sind gut an unserem Schlafplatz angekommen. Er ist echt richtig schön hier. Ist halt einfach ein riesengroßer Parkplatz und es ist relativ viel los, aber egal, es hat hier echt nicht so viele Plätze. Vorhin, als wir das Guide reisen waren, ist ein Eiswagen hierher gekommen, der logischerweise Eis verkauft. Da haben wir uns auch eins gegönnt. Das war jetzt nicht so der Hit, aber das Erlebnis war trotzdem schön, auf dem Auto zu sitzen mit dem schönen Licht und das Eis zu genießen. Jetzt sind wir schon wieder im Auto, weil es ist draußen relativ windig und dadurch etwas kühler. Und hier schneiden wir noch etwas Video und genießen einfach so den Abend zusammen nachher. Aber sonst wird heute wahrscheinlich nichts mehr Spannendes passieren und wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Morgen, wir haben super geschlafen. Es war ziemlich ruhig. Vielleicht sind ein, zwei Autos vorbeigefahren in der Nacht, aber irgendwie haben wir überhaupt nichts mitbekommen. Es war richtig schön. Etwas gewindet hat es und das Wetter heute Morgen ist wieder ein Traum. Jetzt gehen wir über den Sky raus, bevor es Frühstück gibt und dann wieder weitergeht. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Es ist überhaupt nichts Spezielles, wirklich nur ein Parkplatz. Und gleich da vor unserem Auto ist auch noch eine Straße, die war vorhin ziemlich befahren. Aber jetzt, wo es langsam später wird, ist sie eigentlich relativ ruhig. Da sollten wir eigentlich gut schlafen können. Wir haben noch eine gute halbe Stunde bis zur Fähre. Heute ist aber wirklich nichts Spannendes passiert, darum haben wir auch nichts gefilmt, weil wir sind eigentlich nur Autobahn gefahren. Und nachher haben wir noch auf einem Parkplatz etwas einfach den Nachmittag verbracht und aufgeräumt. Nur ein doofes Erlebnis war noch, also was heißt doof, es kam ein anderes Wohnmobil gegen Abend. Wir haben überlegt, dort zu bleiben, um auf die Fähre zu warten, aber dann kam ein Wohnmobil und breitete sich aus. Die sind hingefahren, haben die Markise aufgestellt. Ja, oh, das, so Sachen sind echt mühsam, weil genau wegen solchen Leuten wird es dann verboten. Ich kann euch ein Bild einblenden, die Markise bringt nicht einmal etwas, weil da, wo die Markise ist, sollte doch normalerweise Schatten sein und man sieht, es bringt genau gar nichts. Das sind die Dinge, die etwas schade sind. Daher sind wir noch etwas weiter gefahren und haben hier diesen Platz gefunden. Das mit dem Wohnmobil ist natürlich noch viel tragischer, weil wir haben echt lange gesucht, bis wir die Plätze gefunden haben. Beide, den, dem wir vorher waren, wo das Wohnmobil war, und der jetzt, weil es gibt fast keine Plätze hier in der Gegend, weil genau wegen solchen Leuten wird es verboten, wie schon gesagt. Aber ist ja jetzt auch Wurst. Ist jetzt so. Wir legen uns jetzt schlafen und sehen uns morgen in der Früh wieder. Gute Nacht. Morgen. Die Nacht war eigentlich super entspannt. War auch relativ ruhig, trotz der Straße, die gleich hier nebenan ist. Wir haben aber gestern Abend noch kurz unseren Schlafplatz gewechselt. Wir sind einfach ein paar hundert Meter nach unten gefahren zu einem anderen Parkplatz, weil da, wo wir waren, war ein, ja, sagen wir, eine Art Tuning-Treffen. Das war dann doch etwas zu laut. Wir wussten nicht, wie lange es noch geht, weil die sollen sich da treffen und ihren Spaß haben am Donnerstagabend. Und da müssen wir uns nicht gestört fühlen, aber wir wollten dann in Ruhe schlafen, weil wir heute wahrscheinlich früher raus müssen als die. Darum sind wir zu diesem Parkplatz gefahren, aber genau gleich, genau dieselbe Straße, aber kein Problem. Nur etwas unter den Bäumen, daher war es stockfinster und das war eigentlich auch noch förderlich für den Schlaf. Jetzt fahren wir los zum Check-in der Fähre.
Wir sind wieder auf dem Festland angekommen. Die Fährfahrt war super angenehm. Die Fähre war deutlich größer als die letzte, mit der wir nach England rübergefahren sind. Sky musste im Auto bleiben, aber das ist eigentlich kein Problem. Er ist sich an die Umgebung gewöhnt und 1,5 Stunden oder fast 2 Stunden alleine sein ist auch kein Problem für ihn. Als wir zurückkamen, hat er sowieso noch geschlafen. Also er war völlig entspannt. Es ist jetzt wieder etwas komisch, wieder auf für uns die richtigen Fahrbahnseite zu fahren, aber es ist natürlich gewohnt. Jetzt darf aber Sky erstmal raus, bevor es wieder weitergeht. Wir müssen noch einen Plan machen, was wir heute alles erleben möchten. Das war jetzt echt ein anstrengender Nachmittag oder sogar etwas mehr wie der Nachmittag. Zuerst ging es ziemlich lange, bis wir endlich unser Internet zum Laufen gebracht haben. Wir haben in Frankreich eine SIM-Karte geholt oder eine eSIM und das ging doch eine Weile, bis es dann funktioniert hat. Jetzt geht es aber und wir sind dann weitergefahren nach Belgien rüber. Das war in dieser Hinsicht nicht so eine gute Idee, weil wir hatten, glaube ich, noch nie so lange gebraucht, um einen passenden Schlafplatz zu suchen. Wir sind, keine Ahnung wie viele, gefühlt waren es hunderte Schlafplätze oder mögliche Schlafplätze angefahren. Und das war jeder irgendwie nicht so optimal, schon zu viele Camper aus unserer Sicht dort oder einfach sonst irgendwie nicht angebracht oder irgendetwas nicht gut. Aber jetzt haben wir doch hier einen Platz gefunden. Wir wurden belohnt für das lange Warten oder besser gesagt Suchen. Der Platz ist echt super gut. Wir hätten überhaupt nichts mehr so Gutes gebraucht, aber es ist schön hier am Wasser und das Auto steht gerade. Wir können super schlafen. Jetzt machen wir Nachtessen. Mit Sky waren wir schon draußen vorhin und dann legen wir uns wahrscheinlich schon bald schlafen, weil wir sind noch immer etwas müde, weil wir früh wach waren. Morgen! Ja, so schön der Platz auch ist, es ist wirklich richtig schön hier, aber die Nacht war deutlich gesagt beschissen. Es hatte extrem viele Fliegen im Auto. Ich habe gestern noch versucht, 1-2 Aufnahmen zu machen und das ist natürlich nur ein kleiner Teil, aber wir hatten nicht übertrieben irgendwie 30 Fliegen oder so im Auto und die haben uns die halbe Nacht wach gehalten irgendwie. Man konnte einfach nicht richtig schlafen, weil es immer irgendwo gesummt hat, dass wieder einer ins Gesicht gesessen oder irgendwo herumgeflogen. Die haben uns echt den Schlaf geraubt. Aber halb so wild, jetzt ist morgen, Temperaturen sind angenehm und draußen windet es etwas, da hat es auch keine Fliegen mehr. Gestern ist noch kurz die Naturschutzpolizei vorbeigekommen, aber die hatten eigentlich nichts auszusetzen. Ist halt schade, dass es hier relativ viele Camper hat. Ich denke, da haben die auch nicht so große Freude daran. Aber wir werden heute wieder weiterfahren. Wir möchten einen kleinen Bogen über die Niederlande machen und dann ziemlich sicher schon wieder zurück nach Belgien. Aber wir fahren wahrscheinlich heute relativ weit, weil wir etwas von den großen Städten, wo wir hier sind, wegkommen möchten. Weil wir haben echt etwas Sehnsucht nach Natur. Nach unserem kleinen Ausflug in die Niederlande sind wir jetzt wieder durch Belgien gefahren und stehen jetzt wieder in Frankreich. Und hier hat es einen Pizza-Automat
Und hier haben wir uns eine Pizza geholt. Das wollten wir eigentlich schon, als wir hochgefahren sind die ganze Zeit und immer als wir in England waren, haben wir daran gedacht und jetzt können wir es endlich machen. Und nachher geht es noch einmal einkaufen, damit wir dann wieder versorgt sind mit Lebensmitteln. Wir sind nun noch mal ein Stück weitergefahren. Ja, unterwegs gab es halt nicht wirklich etwas zu filmen, darum ist in der letzten Zeit etwas weniger Videomaterial entstanden. Es ist irgendwie immer dasselbe und da müssen wir nicht jedes Detail filmen, aber das kommt auch wieder anders. Jetzt haben wir hier einen Platz gefunden. Da drüben ist so ein Angelsee und wir stehen auf einem Parkplatz. Auf der anderen Seite ist ein etwas größerer und der hier ist klein. Wir stehen alleine und es ist eigentlich ganz schön, wieder einmal so im Wald zu stehen. Da am Feld geht gleich die Sonne unter und wir legen uns jetzt langsam ins Auto und sehen uns morgen. Gute Nacht. Morgen, wir haben gut geschlafen. Es war richtig angenehm, wieder einmal ohne irgendwie groß eine Straße oder sowas übernachten zu können. Daher sind wir jetzt wieder fit. Zuerst geht es jetzt mit Sky eine Runde spazieren, bevor es dann Frühstück gibt. Wir sind wieder ein Stück weiter gefahren, machen jetzt Mittagspause. Natürlich müssen wir wieder bei einem Pizzaautomaten anhalten, dieses Mal sogar mit dran. Und ausschauen tut die Pizza schon mal deutlich besser als die gestern. Mal sehen, wie sie geschmacklich ist. Morgen, wir sind schon wieder losgefahren und sind nun auf der Autobahn. Wir fahren wieder ein Stück weiter. Geplant haben wir noch nichts Genaues, aber wir sind leider auch ein bisschen auf dem Heimweg und daher sind wir wieder einmal spontan und schauen, was uns heute noch alles erwartet.
Ja, heute sind wir einfach etwas durch Frankreich gefahren. Ansonsten ist nicht so viel passiert. Jetzt stehen wir an einem gemütlichen Ort an der Grenze von Deutschland und der Schweiz. Weil morgen gehen wir noch einmal einkaufen, damit wir versorgt sind mit Sachen, die es bei uns zu Hause nicht gibt. Und dann ist es das mit dieser Reise leider auch schon wieder gewesen. Und somit ist das auch das Ende dieses Videos. Wir würden uns riesig über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren.